Institution heißt PINK. Das ist eine Abkürzung für Prostitution, Integration, Neustart, Know-how. PINK besteht jetzt nahezu seit 10 Jahren und wir haben unseren Beginn genommen als Teil eines Bundesmodellprojektes. Damals von der Bundesregierung ausgeschrieben, vom Ministerium für Familie, Senioren, Jugend und Kinder und Frauen. Und das Bundesmodellprojekt hatte eine Zeitspanne von 5 Jahren. Und Freiburg-Kehl war ein Standort von 3. Das heißt, PINK war von Beginn ab auf 2 Standorte im südbadischen Bereich aufgeteilt, mit einem Standort in Freiburg. Den begleite ich von der Arbeit her und wir haben einen weiteren Standort in Kehl. Kehl als eher mittelgroße Stadt oder Kleinstadt sogar, aber mit der Besonderheit mit der direkten Grenzanbindung zu Frankreich über die Europabrücke und dadurch ein sehr eigenes Bild der Sexarbeit, was sich dort darstellt. Und seit 2014 haben wir es geschafft, aus dem Bundesmodellprojekt eine neue Finanzierung auch für unsere Arbeit auf die Beine zu stellen und sind seither eine Fachberatungsstelle für Sexarbeiterinnen und ehemalige Sexarbeiterinnen. An beiden Standorten eher kleine Beratungsstellen mit wenig Personal. In Freiburg habe ich die Arbeit nahezu 8 Jahre lang alleine in der Beratung getätigt und seit Januar 2018 habe ich eine Kollegin. Kehl ist geringer besetzt vom Deputat her als Freiburg. Da ist eine hauptamtliche Kollegin und derzeit 450 Euro Kraft. Unser Schwerpunkt von der eingebettet oder jeweils der Träger sind die diakonischen Werke. Für Freiburg ist es das Diakonische Werk Freiburg. Für Kehl das Diakonische Werk im Ortenaukreis. Und die antragstellende Stelle ist Freiburg. Wie gestaltet sich unsere Arbeit? Unsere Arbeit ist recht vielfältig und breit gefächert. Unser Hauptaugenmerk liegt natürlich auf den Frauen, die in Deutschland der Sexarbeit nachgehen, beziehungsweise speziell in Freiburg und Kehl, Umland. Was uns aber so ein bisschen auszeichnet im Gegensatz zu vielen anderen Beratungsstellen, ist, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir gehen in die Fläche und sind nicht nur für die jeweilige Stadt zuständig, sondern gehen auch in den ländlichen Bereich, sodass für Freiburg das Einzugsgebiet bis in den Schwarzwald-Baar-Kreis hochgeht, also mit Villingen, Schwenningen dann noch mit dabei, bis an die Schweizer Grenze und eben bis Richtung Ortenau-Kreis, wo dann der Einzugsbereich von Kehl beginnt und die wiederum gehen bis Richtung Baden-Baden, wobei die Schwerpunkte natürlich auf der jeweiligen Gemeinde liegen, gerade auch mit dem geringen Personalschlüssel ist da gar nicht sehr, sehr viel mehr zu erledigen. Unser Hauptaugenmerk liegt auf Frauen, die der Sexarbeit nachgehen, aber alle Geschlechter können unsere Beratung in Anspruch nehmen. Nichtsdestotrotz, unser Hauptaugenmerk liegt bei den Frauen. Beratungsangebot ist sehr vielfältig, sehr breit gefächert. Also Entwicklung jetzt auch im Zuge vom Prostituierten-Schutzgesetz hatte ich vorhin schon angedeutet, dass ich tatsächlich die Gefahr sehe, dass in erster Linie Klein- und Kleinstwohnungen nicht den geforderten Standards entsprechen werden und dadurch eine Schließung derselben droht. Das sehe ich nicht nur als Problem für Freiburg,
spezifisch, sondern wirklich bundesweit. Und da sehe ich auch ein großes Manko des Gesetzes bzw. des Gesetzgebers, dass mit diesem Gesetz keinerlei Rücksicht auf eine Vielfalt, ein Facettenreichtum an Arbeitsmöglichkeiten, Arbeitsplätzen innerhalb der Sexarbeit geachtet wurde, dass nicht unterschieden wird zwischen Kleins-Klein-, Mittel-Großbetrieben, sondern dass mit einem Gießkannenprinzip für alle dieselben Standards angesetzt wurden und die Größe vom Betrieb keinerlei Aussagekraft enthält, ob da gute Arbeitsbedingungen oder schlechte Arbeitsbedingungen herrschen. Gerade Kleinstbetriebe, die häufig von zwei Kolleginnen genutzt werden, bieten für mich die selbstständigste Möglichkeit der Arbeit. Und die wird es zum Teil kosten, weil die eben den Standards nicht folgen können. Ich glaube, was in Freiburg ein bisschen ein Vorteil ist und was ich mir für jede Kommune, für jeden Landkreis wünschen würde, in dem Sexarbeit offiziell stattfindet, ist, dass sich wirklich runde Tische bilden, weil ich darüber einfach die Akteurinnen und Akteure an einen Tisch holen kann und auch versuchen kann, auf das Thema aufmerksam zu machen, politisch tätig zu werden und gemeinsam nach gangbaren und guten Wegen zu schauen, zu suchen, auch jetzt dieses Gesetz eben vor Ort umzusetzen, weil so ein bisschen Freiheiten in der Umsetzung und der Gestaltung bietet das Gesetz für die Kommunen und Landkreise ja schon. Aber insgesamt für den Moment würde ich sehr in Frage stellen, ob es ein Gesetz ist, was wirklich für die Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind, mehr Sicherheit, mehr Souveränität mit sich bringt oder ob es nicht in erster Linie wirklich ein Kontrollinstrument ist und auch Steine in den Weg legt und viele sicher auch davon abhält, im legalen Bereich der Sexarbeit weiter tätig zu sein. Natürlich glaube ich, dass das Gesetz, also durch das Gesetz ist die Thematik Sexarbeit natürlich wieder mehr in den Fokus geraten, sowohl politisch als auch zumindest bedingt für eine Zeit über Berichterstattung und so weiter in Zeitungen, Medien insgesamt. Und das Gesetz wird weiter den gesamten Bereich bestimmen. Und ich habe aber die Hoffnung, dass das Gesetz kritisch hinterfragt werden wird. Und dass das hoffentlich auch schon in einem absehbaren Zeitraum erfolgen wird. Ich hege den Wunsch, dass dieses Gesetz nicht zu einem wird wie das Gesetz von 2002, was verabschiedet wurde, was umgesetzt wurde und was nicht mehr beachtet wurde in seinen Auswirkungen oder auch nicht vorhandenen Auswirkungen. Und ich hege die Hoffnung, dass das mit dem Prostituiertenschutzgesetz anders werden wird, dass es mehr begleitet wird, dass es ausgewertet wird und dass es hoffentlich auch eine gewisse Flexibilität in sich birgt, die Veränderungen zulässt, wenn wirklich offenkund wird, dass das Gesetz so wie es ist nicht das erreicht, was der Gesetzgeber und die Politik eigentlich vorgegeben hat, was es erreichen soll, nämlich mehr Souveränität und Sicherheit für die Frauen selbst, die in der Sexarbeit tätig sind.